Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir hier so manche Rede anhöre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wo ist der kühle Kopf, um vernünftige Entscheidungen hier zu treffen? Also was man hier zum Teil hört, bleibt mir persönlich wirklich die Spucke weg. Politische Affekthandlungen helfen hier nicht, sondern hier hilft nur zielgerichtetes Handeln. Und sorry, Frau König, all Ihre Forderungen, die Sie hier stellen, widersprechen sich in sich. Der Gestaltungsanspruch bei der CDU geht hier wirklich gegen Null. Und wenn ich mir dann auch emotionale Beschwörungen von Seiten der Linken anhöre, was Knappheit an Gas und Heizöl entsprechend beschwört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Sie müssen mir erst mal erklären, mit wessen Geld und wem wir hier eigentlich helfen. Und die liebe Union laut anklagen, das hilft natürlich immer auch von den eigenen Fehlern abzulenken. Ja? Und unangenehme Fragen, den kann man zwar auch ausweichen, aber eine Frage, die kann ich Ihnen nicht ersparen, weil das ist nämlich die Frage, wer hat denn in den letzten 16 Jahren versäumt, Deutschland unabhängiger von russischem Gas und von Erdöl zu machen? Das waren Sie doch. Wir haben doch heute Nachmittag in unserer Debatte hier um Energieversorgung, sind die Argumente doch alle gekommen. Die Lösungsvorschläge, die fehlen mir definitiv. Ganz klar ist, massive Preissteigerungen bei Gas und Öl sind eine direkte Folge von dem zerstörerischen Krieg Putins, der er im Moment auf ukrainischem Boden macht. Und da hilft auch kein Jammern und kein Wunschdenken, da hilft im Prinzip nur kurzfristig abpuffern und mittelfristig unabhängig machen. Ja, aber der Heiz- und jetzt kommen wir mal zu Ihnen, Herr Münzmeier, der Heizkostenzuschuss ist ja nur ein Baustein von einem großen Entlastungspaket. Und wenn wir von Ihren Mehrwertsteuerfantasien sprechen, dann müssen Sie auch bedenken, dass in vielen anderen Bereichen die Mehrwertsteuer nur ein durchlaufender Posten ist. Das hilft keinem Unternehmer, keinem Selbstständigen, keinem Mittelständler. Es kann nicht alle Probleme lösen, aber der Heizkostenzuschuss, er hilft unbürokratisch, er hilft schnell und er hilft zielgenau und gerade genau bei den Menschen, die am härtesten betroffen sind. Und es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Und wo Linke und die Union nur Probleme beschreiben, da setzen wir nämlich hier konkrete Dinge um. Und da sind wir nämlich beim Gestaltungswillen, liebe AfD, die sich gerade etwas aufregt. Der Heizkostenzuschuss ist eine kurzfristige Notfallmaßnahme. Und zwar dient sie zur Abfederung von sozialer Härte. Und damit erreichen wir nämlich jetzt hier genau drei Ziele. Wir helfen unkompliziert. Und deswegen wird das Geld auch ohne umständliche Antragsverfahren automatisch ausgezahlt. Und wenn wir Frau König hier folgen würden, würden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr überhaupt die Gesetzesänderungen durchhaben. So kompliziert ist das. Jo, und die BAföG-Empfänger bekommen es auch völlig unbürokratisch. Auch das war uns wichtig, dass da direkt eine Auszahlung erfüllt. Zweitens, wir handeln schnell. Mit der heutigen Verabschiedung sorgen wir dafür, dass die Menschen bald ihr Geld auf dem Konto haben. Und angesichts der gestiegenen Preise haben wir diese Woche ja auch noch mal entsprechend den Heizkostenzuschuss verdoppelt. Und drittens, wir helfen hier sehr gezielt. Das ist sozial, aber es ist vor allen Dingen auch verantwortungsvoll im Umgang mit dem Geld der Steuerzahler. Weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bürger sind vereinbart und werden auch folgen. Und ich nenne nur mal ein paar. EEG-Umlage abschaffen zum Beispiel. Steuerliche Entlastung der Mittelschicht haben wir hier. Wir haben die Erhöhung der Pendlerpauschale. Und es gibt noch viele, viele mehr. Also regen Sie sich nicht so auf. Nun gibt es politische Parteien, deren Lösungsvorschläge für all diese Probleme natürlich sich auf ein Prinzip reduzieren. Wir fordern überall und mehr Geld für alle. Und die Ergebnisse dieser Politik lassen sich ja wunderbar in Argentinien auch beobachten. Da haben wir nämlich in trauriger Regelmäßigkeit einen Staatsbankrott. Was mich, um ehrlich zu sein, ein Stück weit überrascht, liebe Union, das sind die Forderungen von Ihnen, weil die sind mittlerweile von den Linken überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Ja, wie mir scheint, entdecken gerade Herr Dobrindt und Herr Merz angesichts der Energiekrise ihre Liebe für sozialpolitische Wirtschaftsprinzipien. Und dann muss ich auch mal fragen, was kostet denn ein umfangreicher Forderungskatalog jeden Steuerzahler? Wie soll denn die Gegenfinanzierung funktionieren? Wollen wir jetzt Steuererhöhungen? Wollen wir die Energieunternehmen verstaatlichen? Wollen wir eine Schuldenexplosion? Und dann, was bleibt am letzten Endes in der Mitte der Gesellschaft als Entlastung davon übrig? Weil wenn man jetzt Ihrem Prinzip folgt, dann ist das ja so linke Tasche, rechte Tasche, ne? Energiepreise staatlich subventionieren.
Und zur Ehrlichkeit gehört eben auch dazu, die Politik verteilt das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger erwirtschaftet haben. Und deswegen stehen wir für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler, aber auch verantwortungsvoll für kommende Generationen. Das bedeutet, wir helfen gezielt und unbürokratisch da, wo es nötig ist, aber zugleich halten wir auch die Verhältnismäßigkeit ein. Denn der Heizkostenzuschuss, den wir heute beschließen, ist nur eine kurzfristige Maßnahme. Und ich hoffe, in der nächsten Debatte können wir auch mal über nachhaltige Themen diskutieren, wie die Sanierung von Häusern und Heizungen in Deutschland. Ich bedanke mich. Gesine Lütz spricht jetzt zu uns für die